Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Es passiert viel im Thema Cybersecurity. Cybersecurity ist in aller Munde. Es verhält sich wie beim Wetter. Es ist theoretisch planbar, manchmal hart am Limit und im unpassendsten Moment läuft es auch mal aus dem Ruder. Auch bei guter Planung, es kann Unvorhergesehenes passieren. Das berühmte Restrisiko. Es gibt eben keine 100% Garantie, dass Planung Realität wird. Das ist beim Wetter so und ist auch bei Cybersecurity so. Ich selbst als Segler freue mich auch, komfortabel, sicher und vor allem trocken in den sicheren Hafen zu kommen. Zwei Beispiele möchte ich Ihnen näher bringen. Als erstes Corona. Corona ist ein Angriff auf unsere üblichen Arbeitsweisen. Ja, wir haben alle von SARS gehört. Es fand hauptsächlich in Südostasien statt, ist knapp 20 Jahre her. Und ja, wir wussten auch, dass es Pandemien gibt. Aber dass es uns genau so trifft, also so unvorhersehbar und auch so unberechenbar, das war neu für uns. Und denken Sie daran, ganze Branchen sind auf Null heruntergefahren. Denken Sie an die Touristik, Lufthansa, TUI oder auch die Kultur, Kino, Konzerte, Theater. Wir als Community haben Corona gut überstanden, weil uns der Baukasten aus der Abwehr gegen Cybersecurity getragen hat. Wir hatten ausreichend VPN- und RAS-Lösungen im Einsatz. Wir haben die sichere Einwahl gehabt, die uns getragen hat. Wir hatten viele virtuelle Konferenzen geschaltet und manches mehr. Das zweite Beispiel, das kennen Sie sicherlich aus der Presse, ein japanischer Elektronikkonzern. Dieses Unternehmen hatte sich einen Kryptotrojaner eingefangen und letztendlich 3 Wochen lang keinen Zugriff auf ihre Daten und Systemlandschaften gehabt. Diese Sparte war komplett out of business. Die Lessons learned, es hat an vielem gefehlt. Ihnen fallen bestimmt noch viele Beispiele ein, was alles passieren kann. Dieses soll jedoch kein Wettbewerb sein, wem fällt mehr oder wem fallen die schlimmeren Beispiele ein. Schauen wir vielmehr auf die Wirkung, was kann alles passieren. Es kann Chaos entstehen. Das kennen Sie aus sehr vielen großen Betriebsstörungen. Es gibt ein Informationsbedürfnis vieler Parteien. Es gibt keine offensichtlich schnelle und einfache Problemlösung. Es gibt auch manchmal eine unklare Informationslage. Naja, letztendlich ein Durcheinander, das sich zu einem Chaos entwickeln kann. Helfen kann ein Lagezentrum als Teil einer gut funktionierenden Notfallorganisation. Ein Lagezentrum kann strukturieren, kann bündeln, kann eine Menge ausrichten, aber eben nicht immer. Wenn ein Lagezentrum machtlos ist, tritt Stillstand ein. Und falls zusätzlich auch noch Schäden eingetreten sind, Daten sind verschlüsselt, verschwunden oder nicht mehr zugreifbar, analog Beispiel 2 von vorhin, ja, dann letztendlich Stillstand plus Schäden ergibt einen Vertrauensverlust, Ihr Geschäft ist gefährdet und Sie verlieren Geld. Wir, Sie und FETS, wir hatten das noch nicht. Und warum? Dazu komme ich noch. Der Rahmen, in dem wir uns bewegen, besteht letztendlich aus 3 Dimensionen. Prozessen, Organisation und Technik. Und ganz wichtig, Technik ist nicht alles. Wir müssen vordenken. Wir müssen die optimale Mixtur finden aus eben diesen genannten 3 Dimensionen. Und diese Mixtur muss so gewählt sein, dass sie uns gut schützt. Wir müssen auch Risikoeinschätzungen machen. Das heißt, wir müssen Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Wie wahrscheinlich ist es, dass etwas passiert? Und wenn es passiert, was ist der mögliche Schaden dabei? Die Balance ist hier sehr wichtig. Und nur einige Beispiele. Zu viel Schutz schränkt Komfort für Ihre Kunden, für Sie und für uns ein. Viel Schutz kann sehr teuer sein. Denken Sie an eine Versicherungspolice. Aber eben auch ganz wichtig, zu wenig Schutz kann zu Angriffen führen, die durchschlagen. Und letztendlich, wenn so etwas passiert, kann man in der Presse landen. Das gilt es auch abzuwenden. Schauen Sie in ein praktisches Beispiel. Wenn Sie eine Software installieren, sei es auf Ihrem Laptop oder auf Ihrem Smartphone, Sie als IT-affines und auch Cybersecurity-affines Publikum, wenn Sie vor der Installation alles Kleingedruckte lesen, haarklein abwägen, was mit Ihrem Gerät oder mit Ihren Daten passieren kann, prima, dann haben Sie alles richtig gemacht. Und sollte das nicht ganz der Fall sein, dann schlägt Komfort Security.
Es ist also letztendlich der berühmte Drahtseilakt, die richtige Mixtur zu finden. Und das alles unter dem Dach der Regulatorik. Wichtig, auch für die Regulatorik ist das Thema Cybersecurity ein Top-Thema. Kommen wir nun zu dem, was wir als FETS bereits für Sie alles machen. Wir haben sehr viel realisiert und erweitern ständig. Schauen Sie auf die Landkarte hinter mir. Die ist sehr voll und ich möchte einige Beispiele herausgreifen. Wir haben zum einen etablierte Services. Antivirus, ein sehr stabiler Service, stabile Partnerschaften, stabile Produkte. Es verhält sich wie Strom. Strom aus der Steckdose, es läuft. Services, da sind wir noch nicht ganz am Ziel, aber fast. Das Beispiel DDoS möchte ich hier nennen. Wir haben im März durch den Einsatz unserer Expertengruppe sehr große Fortschritte gemacht und bieten Ihnen hier einen sehr guten Schutz. Und das letzte Quäntchen werden wir auch noch optimieren. Hier sind wir mit Hochdruck dran. Drittens, es gibt Services, die sind heute im Fluss und werden es auch weiterhin sein. Hier gilt es, ständige Bedrohungen zu erkennen und permanent dran zu bleiben. Wichtig ist der Regelkreis, Bedrohungen zu erkennen, zu bewerten und letztendlich zu schließen. Denken Sie an Buzzwörter wie BEMO, NUCO oder beispielsweise Qualys. Qualys ist ein Werkzeug zum Scannen von Landschaften. Das Ergebnis ist, dass man seine Schwachstellen kennt, kann sie entsprechend bewerten und durch Patchungen beseitigen. Und jede Schwachstelle, die behoben ist, erhöht letztendlich die Abwehr gegen Cybersecurity-Angriffe. Zuletzt möchte ich Ihnen ein Beispiel für einen neuen Service bringen, Pentests. Hier haben wir einen Vertrag mit zwei unabhängigen Partnern unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben gemacht. Immer die gleichen Abläufe, immer das gleiche Reporting. Und damit können Sie aus einer Hand, nämlich über die FETS, Pentests durchführen. Und wie gesagt, im Rahmen der regulatorisch konformen Dienstleistersteuerung. Orthogonal dazu haben wir unsere Leute, unsere Erfahrungen, einen sehr breiten Technikansatz und Einsatz. In Summe, wir haben eine Menge realisiert, wir haben einen guten Stand, einen guten Schutz für Sie realisiert und wir werden permanent besser. Wir bringen Sie in den sprichwörtlich sicheren Hafen. Lassen Sie uns intensiven Kontakt halten. Ihre Herausforderungen sind die unsrigen. Dankeschön.